So. Schwierigkeiten im Hilfsmodus, Blick für die Herausforderungen in beim Kampf und Puzzeln entwickelt worden. Vorgesehene Schwierigkeit zu versuchen. Also wenn das Spielen für dich unangenehm oder sogar unmöglich macht. Schwierigkeiten, Optionen unter Hilfe. Okay. Das ist schön. Bento-chan. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist der? Shizuka, ich muss dich bitten zu gehen. Also haltet ihr ihn hier fest. Was fällt euch ein? Die Zeit drängt, wir haben keine Wahl. Ihr entführt also einen Todkranken und lasst ihn schuften, bis er stirbt. Ist das euer Plan? Ich werde ihn wieder zur Vernunft bringen. Und kommt mir ja nicht in die Quere. Okay. Shizuka, tu das bitte nicht. Doch. Oh. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht zu ihm lassen. Ach ja. Ausweichen. Okay. Muss schon mit was Besserem kommen. Du weißt, dass er es auch so will. Sicher, das würde euch gefallen. Du willst scheinbar nicht hören. Kälte elementar, wie einfallsreich. Ihr Feuer! Yeah. Da ist es. Wenn du ihn jetzt störst, wird all seine harte Arbeit umsonst gewesen sein. Tu das nicht. Oh, genug jetzt. Ihr könnt es einfach nicht lassen, oder? Passt genau auf. Nice. Ihr könnt so viele Gegner auf mich hetzen, wie ihr wollt. Die Levelgrenze hier ist nicht gerade auf eurer Seite. Satoshi. Schwester. Was tust du da? Du kannst in deinem Zustand nicht arbeiten. Du solltest dich einfach nur ausruhen.
Wieso sollte ich ruhen, wenn meine Zeit ohnehin gekommen ist? Ich muss mein Werk vollenden. Das ist meine letzte Aufgabe. Ich habe dir doch von der Abmachung erzählt. Ich beende es und dann werden sie dich in Ruhe lassen. Nein, ich will das nicht. Satoshi, hör auf. Es ist vollbracht. Nein. Shizuka, es tut mir leid. Es tut mir so leid, dass ich dich damit hineingezogen habe. Versprich mir bitte, dass du von hier verschwindest. Bitte. Okay. Initialisierung erfolgreich abgeschlossen. Willkommen! Ein Problem mit der Sprachsynchronisation? Offensichtlich. Irgendetwas muss dir schief gehen. Aber du verstehst mich korrekt. Gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Du weißt wahrscheinlich nicht, was vor sich geht. In Ordnung, lass uns klein anfangen. Erinnerst du dich an VRPs? Virtual Ricochet Projectiles? Bälle? Gut, du scheinst dich zu erinnern. Carla, wir sind soweit. Starte bitte die Trainingssequenz. Okay. Wichtigsten Werkzeug, zugleich eine Waffe. Wege, um zu zielen. Okay. Gut gemacht. Lass uns die Übung wiederholen, nur um sicher zu gehen, nun aus größerer Distanz. Wird nicht von der Schwerkraft beeinflusst, bedeutet, egal wie weit du wirfst, die VRPs werden nicht auf den Boden fallen, okay. Sehr gut. Als nächstes aktivieren wir den Charge Mode. Oh. Durch längeres Zielen kannst du Bälle aufladen. Lass uns sofort testen. Okay. Es ging jetzt schneller als gedacht. Scheinbar rede ich wieder zu viel. Gut, genug geübt. Jetzt sollst du wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Carla, wir sind hier fertig. Du kannst die Schwebesequenz beenden. Hallo Liebes, willkommen in unserem gemütlichen Frachtraum. Ich bin Carla, schön dich kennenzulernen. Ist wohl schüchtern was? Es gibt Probleme mit ihrer Sprachsynchronisation. Sie kann uns aber verstehen. Echt jetzt? Können wir das beheben? Das weiß ich noch nicht. Ich werde mir das aber noch anschauen. Egal, ich bin sicher, wir verstehen uns auch so irgendwie. Wortlose Kommunikation und so. Genau so. Aber ich würde schon gern deinen Namen wissen. Sergei, kannst du uns da aushelfen? Sicher, ihr Name ist Lea. Lea, hübscher Name. Also dann, Lea, kann's losgehen? Wir müssen dich für das Bevorstehende in Form bringen. Du weißt schon, Bälle werfen und so. Und ich habe da genau das Richtige für dich vorbereitet. Mir nach. Okay. Yeah. Ich bin schneller als du. Eher Naruto Run.
Gut, legen wir los. Deine Aufgabe ist es, zur Tür am anderen Ende des Raumes zu kommen. Lass dich von mir nicht stören, ich bleibe aber in deiner Nähe, falls du mich brauchst. Naja, ich könnte dir ein paar Tipps geben, wenn du mich ganz lieb fragst. Das ist die Berlinerin? Naja, kümmere dich nicht um den Visor. Ich brauche den nur... Okay. Eigentlich mein Lieblingsraum. Hier kannst du jetzt mal so an die. Hier kannst du jetzt mal an den Robotermäusen so richtig die Sau rauslassen. Quasi eine Schießübung mit beweglichen Zielen. Viel Spaß. Ja. Ja. Halten. Das macht es ein bisschen einfacher. Lagerfestung seit Jahrhunderten unbezwungen. Ey, nicht so voreilig. Zuerst eine kleine Warnung. Hier kriegst du jetzt mit echten Gegnern zu tun. Und mit echt meine ich, dass sie dich wirklich angreifen werden. Verstehe mich nicht falsch. Die Gegner hier sind Pillepfalle, aber trotzdem. Falls du doch besiegt werden solltest, startest du hier wieder von vorn. Ja, das heißt, dass du nicht wirklich in Gefahr bist. Dann tritt ihn mal ordentlich in den Hintern. Einen Moment noch, lass mich das Dash-Modul aktivieren, bevor wir den Kampf starten. Dash. Dash ist essentiell beim Kämpfen. Es hilft dir jederzeit, gegnerischen Angriffen auszuweichen. Du hast ihn gehört, geh rechts durch und verteil mal ein paar Arschtritte. Aufgeladenen Bällen, um Angriffe zu unterbrechen. Okay. Flieger, atme mal für eine Sekunde durch. Wird Zeit, deinem Waffenarsenal etwas mehr Schärfe zu geben. Durch Klingen.
Siehste, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Sergei, bist du soweit? Ja, Virtual Proximity Impact bereit. Nahkampf. Genannt VPI. Kannst du schnell mehrere Ziele gleichzeitig aus dem Weg räumen? Nur die, die in deiner Nähe sind. Ist klar, oder? Messerscharfer Verstand. Dann hack hier für uns erstmal den Weg frei. War nur mal eine Sekunde. Ja, ich weiß, jede Pause ist ein vergeudeter Schlag. Trotzdem solltest du wissen, dass deine Schläge genug Kraft haben, um feindliche Angriffe zu unterbrechen. Also kannst du deine Gegner jetzt, verschwarten, ohne dass sie sich wehren können. Klingt doof sowas. Also schnappst du dir. Und Ziellinie erreicht. Glückwunsch. Alter, warst du schnell? Echt jetzt? Als ob du die Grundlagen nie vergessen hättest. Oh Mann, du guckst immer noch so planlos aus der Wäsche. Ich denke, es wird langsam Zeit, dass wir die Umstände erklären. Darauf kannst du einen lassen. Lass uns aber vorher noch ein Päuschen machen, okay? Ich muss dem Captain noch Bericht erstatten. Er will Lea auch kennenlernen. Gute Idee. Lass Chat lieber nicht zu lange warten. Folg mir. Okay. Sag mal, rauf zur Brücke. Ah ja, mach dir keinen Kopf, wenn der Captain ein bisschen krummelig ist. Der ist immer so. Die ist halt echt Berlinerin. Kevin, melde mich zurück mit einem Bericht. Verstehe, ich höre. Die Einführung war ein Kinderspiel. Hier ist der Avatar, Lea heißt sie. Ei, die Dären sind schwer zu übersehen. Hoffentlich hast du mein Schiff mit deinen Hörnern nicht demoliert. Oh. Nee, oder? Sag nicht, dass dir die Dinger jetzt erst aufgefallen sind, Lea. Seht jedenfalls zu, dass ihr die Unordnung in den Frachträumen wieder in Ordnung bringt. Und zwar bald. Jawohl, Captain. Ich hoffe, Sergei ist zufrieden. Ist er hier? Ja, lass mich eben fix deine Hetze einstellen. Sei gegrüßt, Jet. Alter, hau Degen, lang ist's her. In der Tat, wie ich sehe, schwörst du immer noch auf dein Jetpack. Du weißt doch, ich würde nie ohne die gute alte Betty in See stechen. Ich hoffe nur, ihr beide seid bald soweit, eure Reise fortzusetzen. Ein Avatar an Bord zieht das Unglück förmlich an. Natürlich, es wird nur ein kurzer Aufenthalt bleiben. Mensch, Captain, was für eine Art Begrüßung soll das denn sein? Ich dachte, wir reden hier mit Jet, dem ehemaligen VRP-Duell-Champion, der uns immer von seinen unschlagbaren Angriffstechniken aus der alten Zeit erzählt. Wie wär's, wenn du Lea eine kleine Lehrstunde gibst? Ihr wollt mir sagen, dass die halbe Portion hier für ein kleines Gefecht zu haben ist? Worauf wetten kannst? Nun gut, wir werden sehen. Sprecht mich nachher nochmal drauf an. Alles klar. Also dann, ihr könnt gehen. Du kannst deren das Schiff zeigen, aber macht mir hier keinen Unfug. Zu Befehl, Captain. Komm, Lea. Zeit für etwas frische Luft. Okay. Willkommen an Bord der MS Solar. Oh. Jetzt
Ziemlich beeindruckende Kahn, was? Der Ausblick hier ist schon ganz nett, aber nichts toppt die Sicht vom Bug aus. Wir steuern nämlich gerade auf Rhombus Square zu. Das macht wirklich was her. Nun, warum gehen wir nicht zum Bug und erklären Lea dort die Lage? Wenn sie Rhombus Square einmal sieht, wird sie wissen, was du meinst. Gute Idee. In Ach, Lea. Okay. Ja, so viele Kisten zum kaputt machen. Da ist sie, der Avatar. Und sie ist eine Spheromancerin. Wie geil ist das denn? Sieht so aus, als hättest du deinen ersten Fan leer. Hallo Carla, schön dich zu sehen, was die seltsamen Kisten hier angeht. Ja, ich weiß, ich sollte ja endlich mal aufräumen. Jetzt kümmere ich mich aber erstmal um den Avatar. Ich erledige das im Laufe des Tages, ja. Man sieht sich. Ich kann auch aufräumen. Und schon ist sie wieder weg. Genau das gleiche hat sie gestern schon gesagt. Eine Spheromancerin, ne? Der Wahnsinn. Der Bug ist da hinten. Ist ein Stück bis dahin. Mir nach. Hier leer. Jetzt schau dir das mal an. Okay, wo fangen wir an? Wie wär's damit? Becoming Crosswords. Words. Einen Schritt nach dem anderen, Carla. Lea, erinnerst du dich an das Konzept eines MMO? Ja. Gut. Crosswords ist ein MMO mit einem entscheidenden Unterschied. Die Welt dieses Spiels ist nicht virtuell, sie ist real. Alle Spieler sind durch spezielle Avatare mit dieser Welt verbunden. Diese Avatare haben eine physische Gestalt und sind eng mit allen 5 Sinnen des Spielers verbunden. Du, Lea, bist auch gerade in diesem Spiel eingeloggt. Aber wieso sollte die das nicht wissen? Noch ich? Nee, ich bin keine Spielerin. Ich arbeite hier nur. Um genau zu sein, bist du der einzige Avatar hier auf dem ganzen Schiff. Stimmt, dieses Frachtschiff gehört zum Wartungspersonal von Crossworlds. Das eigentliche Spiel findet auf dem Festland dort drüben statt, auf dem Spielplatz. Der Grund, warum du hier bist, Lea, ist, dass du keine reguläre Spielerin bist. Ah, okay. Du hast dein Gedächtnis verloren und wir versuchen es wiederherzustellen. Ha. Du musst wissen, dass dies nicht dein erster Besuch in diesem Spiel ist. Es besteht die Chance, dass du dich durch das Spiel an deine Vergangenheit erinnerst. Und deswegen versuchen wir, dich so schnell wie möglich auf den Spielplatz zu bringen. Genau, und dieser glänzende, gläserne Palast von einer Stadt, da ist dein Ziel. Das ist Rhombus Square. Dort starten alle Spieler. Protagonist mit Amnesie. Yeah. Jetzt hast du schon etwas mehr Durchblick, was? Gut, dann wird es jetzt Zeit, dass wir uns fürs Erste trennen. Ich muss nämlich dem Captain helfen, dein Kampftraining vorzubereiten. Kann sich in der Zwischenzeit auf dem Schiff umsehen, wenn du willst. Die Mannschaft weiß Bescheid. Ist dir aber wahrscheinlich schon aufgefallen, ne? Findest mich später beim Captain. Man sieht sich. Pass auf, dass du an der Reling nicht sittig machst. Kleine Geschichte am Anfang mit den japanischen Namen. Dem Typen, der gestorben ist. Interessant. Bin mal gespannt, wie das mit der Geschichte hier irgendwie zusammenhängt. Übrigens, Lea, ich habe mir das Problem mit der Sprachsynchronisation einmal genauer angeschaut. Ich befürchte, dass ich es nicht so schnell beheben kann. Ich habe allerdings eine Notlösung gefunden. Ich könnte einige Sprachmuster fest in ein Sprachmodul einprogrammieren.
Das heißt, du würdest bestimmte Wörter beherrschen. Sollte etwas helfen, korrekt? Also, lass es uns versuchen. Neues Wort. Okay. Hi. Das funktioniert. Es ist zumindest ein Gesprächsöffner für die Besatzung hier. So, ich will wieder zu den Kisten. Bam, bam, bam. Ah, Frau Avatar ist zurück. Hi. Boah, sie spricht mit mir. Alter, komm mal wieder runter. Karl ist jedenfalls gerade wieder an uns vorbeigelaufen. Sie hat gesagt, dass du dich um die ganzen Kisten hier kümmern könntest. Also wirklich, ist das denn zu glauben? Jetzt schiebt sie ihre Arbeit schon auf unsere Gäste ab. Nun, da hat sie nicht Unrecht. Die Kisten zu zerstören ist mit ihren Avatarwaffen wahrscheinlich ein Klacks, stimmt's? Fantastisch, das würde ich gerne sehen. Aber übernimm dich nicht, du bist nach wie vor unser Gast. Du würdest uns damit aber wirklich sehr helfen. Also werden sie die Kisten für uns vernichten? Jawohl, wir wollen die Bälle sehen. Yeah, Bälle. Da, Bälle. Bitteschön. Boah, unglaublich. Erledigt. Wirklich beeindruckend, wie schnell die Bälle geflogen sind. Wovon redest du überhaupt? Ich habe keine Bälle gesehen, nur wie diese Kisten aus irgendeinem Grund verschwunden sind. Tja, du musst diese AR-Brille tragen, um sie sehen zu können. Die Bälle und ihre Durchschlagskraft sind halt virtuell und so. Ach so, deswegen trägst du schon den ganzen Tag lang diese alberne Brille. Albern, Fräulein, du hast keine Ahnung von gutem Stil. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, Dankeschön für die Hilfe. Genau, vielen Dank, Frau Avatar. Jo, kein Ding. Captain ist weg. Ja, da sind sie. Hi! Ey, du sprichst ja. Hast du endlich deine Stimme zurück? Hi. Moment, das stimmt doch was nicht. Ihre Sprachsynchronisation funktioniert immer noch nicht richtig. Ich konnte lediglich das Wort Hi in ihr Sprachmodul fest einprogrammieren. Das ist alles, was sie im Moment kann. Ich arbeite noch an weiteren Worten. Verstehe. Besser als nichts. Jedenfalls haben der Captain und ich dein Kampftraining ausgetüftelt. Wir sind so gut wie fertig, stimmt's? Ei, das dürfte interessant werden. Also dann, ich verziehe mich auf meine Kabine, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Bin so gut wie fertig. Bleib einfach beim Captain, okay? Sieht sich. Ei, komm zur Brücke, wenn du bereit bist. Aber sei vorbereitet, ich erwarte uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Ihr beiden da.
Achte darauf, die Küche nach dem Kochen sauber zu verlassen. Verstanden. Zum Befehl, Captain. Als ob wir es vergessen hätten, seit er es uns das letzte Mal gesagt hat. War das nicht erst gestern? Ha. Ja, ist alles klar, ich bin bereit. Da bist du ja. Es ist höchste Zeit für dein Kampftraining. Bereit? Ja. Yeah. Gut, auf zum Balkon. Da wären wir. Carla, bist du fertig da oben? Jawohl, Captain. Brille nicht vergessen. Ei. Ah, das weckt Erinnerungen. Also gut, fangen wir an. Mir wurde berichtet, du beherrschst die Grundlagen bereits. Davon will ich mich selbst überzeugen. Carla, Zielroboter Start klar machen. Zeit für einen alten Bekannten. Hör gut zu, ich will, dass du den Roboter 10-mal aus der Distanz triffst. Und zwar schnell, verstanden? Okay. Wie ich sehe, beherrschst du die Grundlagen tatsächlich. Das erleichtert die Sache etwas. Carla, wir brauchen das Geschütz. Geschütz? Zeit für die alte Betty. Als nächstes üben wir den Sprint. Das Geschütz wird jetzt auf dich feuern. Ich will zwei Dinge von dir. Erstens, peil das Geschütz an, aber bewirf es nicht. Zweitens, weiche dem Geschützfeuer aus, ohne dein Ziel zu verlieren. Gut, fangen wir an. Okay. Ups. Schneller werden. Yeah. Gute Arbeit. Genug ausgewichen. Jetzt zeig mir, wie du dich gegen diesen Angriff verteidigst. Wow! Was zum Kuckuck machst du da? Wie man Angriffe blockt? Einen Moment, Chat. Sie weiß es tatsächlich nicht. Ich habe vergessen, ihr Verteidigungsmodul zu aktivieren. Gut gemacht, Sergei. Sergei, ist das dein Ernst? Du kannst die Dären doch nicht ohne einen ordentlichen Schild in die Schlacht schicken. Du hast recht, ich aktiviere es jetzt. Guard aktiviert. Gut, jetzt hast du ein Schild. Muss ich dir zeigen, wie man damit umgeht? Ja, bitte. Ei, dann hör gut zu. B oder LB gedrückt, um dich zu bewegen. Okay. Okay. Gut, dann versuche ich jetzt den Kugelhagel zu blocken. Achtung. Ja. Yeah. Sehr gut, damit wären wir mit den Grundlagen durch. Zum krönenden Abschluss wirst du noch einen richtigen Kampf gegen das Geschütz führen, wo du alles Gelernte direkt anwenden kannst. Da wartet aber noch eine kleine Überraschung auf dich. Vorher gönne ich dir aber eine kleine Pause. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Bereit, ja. Das will ich hören. Lass das Duell beginnen. Brauchen Sie auf der Brücke sofort. Zum Donnerwetter, was ist los? Etwas nähert sich uns mit hoher Geschwindigkeit. Ausgerechnet jetzt. Wir müssen dein Training leider unterbrechen. Die Pflicht ruft. Carla, räum das Brückendeck hier auf und komm dann zu mir. Verstanden.
Weiß nicht, was hier läuft, Lea, aber du gehst besser auch rein. Ja, besonders regnet's. Es ist nach wie vor auf dem Radar und nähert sich mit unveränderter Geschwindigkeit. Keine Funkmeldung, kein Schiff zu sehen. Hagel und Granaten, was ist hier los? Captain, ich glaube, ich habe es auf Satellit. Das sollten Sie sich ansehen. Besser allem auszuweichen, als es zu blocken. Okay. Son Goku. Fuck. Was für einen seltsamen Ort haben wir denn hier? Aus welchem Loch von Cross Worlds kommst du denn gekrochen? Das ist ein verdammtes Frachtschiff, du Torfkopf. Das gehört nicht zum verfluchten Spielplatz. Also geh uns hier nicht auf den Sack und zieh Leine. Die Funktion dieses Ortes ist uns wohl bekannt. Und doch spüren wir die Präsenz eines weiteren fremden Individuums. Das geht dich nichts an. Hau ab und verschwinde wieder in dein Loch, wo du rausgekrochen bist. Törichter Sterblicher, du willst uns Befehle erteilen. Hast du mich gerade Sterblicher genannt, du Narr? Verzieh dich, du Lump, bevor ich Hackfleisch aus dir mache. Du langweilst uns, wir werden uns nicht länger mit deinesgleichen unterhalten. Im Übrigen haben wir schon, was wir gesucht haben. Hi! Du gehörst nicht hierher. Du musst beseitigt werden. Moment, du kommst mir nur als bekannt vor. Aber das ist nicht möglich. Gewiss nur ein bloßer Zufall. Aber wir haben durchaus einen Weg, um Gewissheit zu erlangen. Diese Bühne hier wird uns dienlich sein. Es ist Zeit, dich deiner Prüfung zu stellen. Oh, what? Giant Enemy Crab! Lass uns sehen, ob du das Original bist. Eine Demonstration deiner Begabung sollte als Beweis genügen. Lea, hörst du mich? Ich bin von der ganzen Sache hier genauso perplex, wie du es bist. Die Situation ist heikel, aber wir holen dich daraus. Akzeptiere vorerst seine Herausforderungen, um ihn zu beschäftigen. Ich weiß, der Gegner sieht bedrohlich aus, aber hab keine Angst. Ich bin mir sicher, dass du mit ihm fertig wirst. Ich kann nämlich seine Werte sehen, sie passen genau zu deinem Level. Jo. Okay. Jo, cool. Level up. Nice. Diese gewandte Drehbewegung gibt es auf dieser Welt kein zweites Mal. Wahrlich, es besteht kein Zweifel. Wie lange ist es her, dass wir dich erblickt haben? Du in deiner unvollkommenen Hülle. Ja, du hast unser höchstes Interesse geweckt. Du wirst uns begleiten. Ha!
Grüße von der Solar Fist, du schmieriger Haufen Instant Materie. Was ist, halten deine göttlichen Kräfte nicht mal eine kleine Explosion aus? Wie kannst du es wagen? Das ist absurd. Wow! Hör zu, Dern. Du musst das Schiff verlassen. Sofort! Carla, bring sie unverzüglich zum Teleporter. Und gib mir Bescheid, sobald sie das Schiff verlassen hat. Ich werde dafür sorgen, dass keine Spuren von Crossworlds auf diesem Schiff zurückbleiben. Alles klar, Captain. Mir nach, Lea. Okay. Aber, unser Vorhaben ist längst noch nicht abgeschlossen. Kannst dich unserem Willen nicht entziehen. Dann werden wir wohl so schnell nicht los. Lea, das sind hochstufige Gegner. Lass dich nicht auf einen Kampf ein. Lauf direkt zum Teleporter. Okay. Verdammt, wie sollen wir an dem vorbeikommen? Warte, ich habe eine Idee. Ha! Ups. Da wären wir wieder. Zeit für dich zu verschwinden. Ach komm schon, Süße. Keine Zeit für feuchte Augen. Siehst du, da sind sie schon. Mach's gut, Lea. Genießt seinen Crossworlds. Du dreckiger Haufen Instant Materie. Hör auf, mein Schiff zu versauen. Das führt zu nichts. Jet, wir haben es geschafft. Aber er hat uns fast erwischt. Unten im Frachtraum sind wahrscheinlich immer noch ein paar Gegner. Packst also noch mehr Schrott in meinen Frachtraum. So, Bursche, jetzt ist Schluss mit lustig. Einer aktiviert den Neutralisierer. Was? Du mischst dich in Dinge ein, die nicht zu deinen Belangen gehören. Das ist mein Schiff. Grutzbeutel wie du, die Ärger auf meinem Schiff machen, sind ganz oben auf der Liste meiner Belange. Nochmal zum Mitschreiben für dich. Das hier ist nicht der verfluchte Spielplatz. Was zum Teufel sollte das Ganze? Wir haben es geschafft, Lea. Ich kann immer noch nicht fassen, was gerade auf der MS Solar passiert ist. Jedenfalls befinden wir uns jetzt auf dem offiziellen Spielplatz. Dieses Gebiet ist mit allen nur denkbaren Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Dass dieses blaue Individuum hier noch einmal auftaucht, ist also höchst unwahrscheinlich. Lass uns erst einmal mit der Einweisung fortfahren. Also, dieses Rhombus Square. Oder, um genau zu sein, die Neulingsbrücke. Sie dient uns offizielle Einführung zu Crossworlds. Ich habe dich direkt vor der letzten Etappe platziert. Es ist wichtig, dass wir ab hier den offiziellen Weg gehen, um keinen Verdacht zu erregen. Okay.
Ah, genau. Apropos Verdacht. Hör gut zu, Lea. Es ist von äußerster Priorität, dass du wie eine reguläre Spielerin wirkst. Wir müssen unbedingt vermeiden, gemeldet zu werden. Hi. Ach ja. Mach dir nicht so viele Sorgen wegen des Problems mit der Sprachsynchronisation. Du bist nicht der erste Spieler mit dieser Problematik. Jedenfalls sei einfach vorsichtig in Ordnung. Okay. Pardon, ich habe dich nicht gesehen. Hi. Bonjour. Du bist auch neu hier? Ich habe dich hier oben aber noch gar nicht gesehen. Oh, heißt das, dass du mich eingeholt hast? Na sowas. Dann hast du die Tutorials aber sehr schnell erledigt. Aber ich habe den Dreh jetzt auch raus. Im letzten Abschnitt wirst du mich nicht besiegen, no? Wir sehen uns dann am Ende. Ich werde auf dich warten. Au revoir. Nix da. Rookie Dungeon. Yeah. Grünhaarmann. Mit Cape. Oh. Ah, sie haben ein Willkommensschild aufgehängt. Sehr gastfreundlich. Suchst du nach dem Rotschopf von eben? Nun, ich fürchte, du wirst sie hier nicht finden. Du musst wissen, jeder Spieler wird in eine separate Instanz dieser Räume gebracht. Da ist eine Menge Rätsel vor dir. Du würdest dort wirklich keine anderen Spieler um dich herum haben wollen. Also geht es jetzt wohl darum, wer für sich allein am schnellsten ist, richtig? Minuten abwesend sein. Alles klar. Ringmenü. Die Ringmenü zu öffnen. Items, Karte, Umgebung. Und das untere. Noch nicht freigeschaltet. Sandwich. Nice. Und Tee. Cool. Thank you.
T später recht hilfreich. Okay. HP, Regeneration 10%. Etwas bitter, dafür unglaublich wärmend. 40 Sekunden. Okay. Okay. Ah, okay. Da bin ich wieder. Hi! Die Grüße von Chad und Carla. Auf der MS Solar ist alles wieder beim Alten. Vom blauen Individuum fehlt jede Spur. Ich habe auch versucht, etwas über ihn in Erfahrung zu bringen, aber ohne Erfolg. Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass er keine Verbindung zum offiziellen Spiel hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein regulärer Spieler Crossworlds verlässt, um derart herum zu wüten und einen Avatar zu entführen. Irgendetwas Seltsames geht hier vor sich. Und vergessen wir nicht, dass er dich erkannt hat. Dein Gedächtnis könnte darauf vielleicht einige Antworten geben. Wir sollten uns darüber aber jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Widmen wir uns stattdessen wieder unseren eigentlichen Aufgaben. Unserer eigentlichen Aufgabe hier. Crush World! Wie ich sehe, hast du bereits einige Fortschritte gemacht, also dann vorwärts. Yeah. Charaktermenü. Okay, Charaktermenü, Inventar, Item, Favoriten, Ausrüstung. Ah, okay, cool. Yeah.
Aber wenn ich vorher keine Klinge ausgerüstet hatte, wie konnte ich dann Nahkampfangriffe machen? Oh, wir geben hier schon Erfahrungspunkte aus. Waffe. Ah ja, okay. Level 3 erreicht, das ist sonderbar. What? Ja gut. Bereithalten. Was? Oh. Geschütz schon wieder. Ja, cool. Level up. Großes Upgrade. Der Sergei soll mir nicht alles spoilern. Circuit. Schaltkreis. Upgrade Baum, nice. Kampfkünste. Zwischen Circuit-Zweigen wechseln, ohne CP zu verbrauchen. Ah, okay. Spezialpunkte für Kampfkünste. Okay.
Erhöht Nahkampf gegenüber angreifenden oder angriffsvorbereitenden Gegnern. Okay. Weitreichende Drehattacke, viele Gegner zu treffen, fängt die Gegner in einer Kreissäge. Kraftvoller Angriff mit geringer Reichweite. Okay. Ja. Das will ich haben. Ah, okay. Super einfach, also man muss dashen und direkt nach dem Dash eine andere Taste drücken und halten. Ja, warte bitte eine Sekunde, ich habe auch noch ein kleines Upgrade für dich. Mir ist es endlich gelungen, dein Vokabular um ein zusätzliches Wort zu erweitern. Naja, du weißt, wie es läuft. Von mir gibt es keine Glitzereffekte, nur das Upgrade. Hier kommt es. Lea. Oh. Lea? Ich denke, du wirst es brauchen, weil du dich sonst anderen gegenüber nicht vorstellen kannst. Lea, hi. Hi, hi, Lea. Hi, Lea, hi. Schau mich bitte nicht so an. Ich weiß, dass dir das Einbetten neuer Worte nicht viel zu lange dauert. Also wirklich ein sehr komplexer Prozess. Ich muss dein Gedankenkontrollmodell manuell bearbeiten, um im Grunde statistisch generierten Code per Hand zu modifizieren. Ja, es ist sehr technisch. Die Technologie, um Avatare zu steuern, ist, naja, kompliziert. Und das ist noch eine Untertreibung. Jedenfalls ist das zweite Wort jetzt fertig. Ich werde sofort mit dem nächsten beginnen. Ja. Ha, ich sagte doch, ich werde erst der... Hi. Puh. Ah, oui. Hat doch Spaß gemacht, no? Der Endgegner am Ende hat mich sehr überrascht.
Pardon, ich habe mich noch nicht einmal vorgestellt. Je m'appelle Emily. Nickname Emilinator. Okay. Oh. Ich weiß, ziemlich kreativ, oder? Also, wie ist dein Name? Lea. Lea, freut mich, dich kennenzulernen. Also bereit für die Laserbahn. Laserbahn? Wow. Ich wünschte, wir könnten schon die Stadt selbst erkunden, aber no. Wusstest du das nicht? Die Laserbahn bringt dich direkt zu Cross Central. Von dort aus wirst du auf das Festland transportiert. Du wirst Rhombus Square erst viel später betreten können. Oui, ich weiß, das nervt. Edward drüben. Der schon wieder. Deku. Ja, du, die blauhaarige Spheromancerin. Hi. Vor allem, da bist du einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Sehr verdächtig. Und was sehe ich jetzt? Du bist bereits Level 4. Das kann nicht sein. Das lässt für mich nur einen Schluss zu. Du junges Fräulein. Hast gecheatet. Was? Mach mal halblang, Monsieur. Wie kannst du dir da so sicher sein? Nur weil du noch auf Level 3 bist, heißt das nicht unmöglich. Kein Spieler hat nachweislich diesen Punkt jemals mit Level 4 erreicht. Junges Fräulein, ich muss dir doch sicherlich nicht die Verwerflichkeit eines solchen Verhaltens erklären. Cheaten wird sich auf lange Sicht niemals auszahlen. Hi. Ist das alles, was du zu sagen hast? Meine Güte, was geht hier vor sich? Was ist das denn für ein Name? Jörn? Jörn? Jörn. Ich habe diese Cheaterin hier ertappt. Und jetzt hältst du ihr Vorträge? Ja, bezüglich der Verwerflichkeit ihrer Taten. Wie wäre es mit Nein? Was? Ich werde einfach weitergehen und so tun, als würde ich dich nicht kennen. Komm schon. Ich muss mich für das Verhalten meines Freundes entschuldigen. Er hält sich manchmal für einen Moderator, was er nicht ist. Kein Problem. Junges Fräulein, diesmal werde ich dich laufen lassen. Denk darüber nach, was du getan hast. Mon Dieu, was war sein Problem? Ich hoffe, man trifft solche Spieler hier nicht allzu oft. Egal, lass uns weitergehen. Ich will endlich Rukihabe erreichen. Du kannst mich begleiten, wenn du magst. Très bien, los geht's. Ja, alles klar. No. Jo, mach mal hier mal. Erstmal Schluss für heute. Ziemlich viel Dialog. Aber das ist eigentlich mehr oder weniger zu erwarten. Bei Spielen. Bei Anfängen. Muss ja erstmal einiges erklärt werden und so. Aber ja, ist cool. Ich finde auch sehr, sehr schön, dass. Ich finde auch sehr, sehr schön, dass die Charaktere an sich. Dass wir bisher zwar noch nicht so lange gespielt haben, aber schon viele verschiedene Charaktere und ja. Charakterzüge. Also Charaktere mit einem eigenen Charakter halt.
kennengelernt haben. Die sich alle unterscheiden und nicht so. Nicht so Standard sind. Finde ich nice. Und Gameplay ist an sich ziemlich cool. Ist nicht so ganz einfach, da auf alles zu achten und so. Aber ich glaube, mit der Zeit wird das ganz cool. Aber ja, ist schon mal ein ganz cooles Spiel eigentlich.